Es gibt nach wie vor, trotz aller Investitionen und Bemühungen der Menschen hier vor Ort und der Landesregierungen, wir haben nach wie vor im Osten eine große Lücke in der Wirtschaftskraft. Die Wirtschaftskraft der ostdeutschen Flächenländer beträgt nur 68% des Westniveaus. Wenn wir Berlin mit einrechnen, sind wir bei 73%. Es gibt nach wie vor eine Riesenlücke bei der Steuerkraft. Die ostdeutschen Flächenländer erreichen gerade einmal 64% des Durchschnitts der finanzschwachen westdeutschen Flächenländer. Und deshalb hat heute das Kabinett auch nochmal eine Forderung erhoben an den Bund, dass wir als ostdeutsches Flächenland darauf dringen, ein Nachfolgerprogramm, ein Investitionsprogramm ab 2020, dass das aufgelegt wird, um die Investitionslücke in Ostdeutschland, speziell hier in Brandenburg, weiterhin zu schließen, denn Bedarfe sind da. Dieses Förderprogramm soll sich auf sogenannte unterdurchschnittlich von der Finanzkraft, Steuerkraft entwickelte Regionen fokussieren. Und da will ich auch sehr deutlich sagen, die gibt es nicht nur in Ostdeutschland, die gibt es nicht nur in Brandenburg, die gibt es mittlerweile auch im Norden, auch im Westen und teilweise sogar im Süden dieser Bundesrepublik. Und deshalb wäre es gut, dass wir mit dem Bund ins Gespräch kommen, dass wir hier ein Nachfolgeinvestitionsprogramm haben für benachteiligte Regionen. Das ist auch die Forderung des Kabinettes heute gewesen gegenüber der Bundesregierung, die jetzt im Amt ist, aber sicherlich dann gegenüber der Bundesregierung, die am 24.09. Möglicherweise aus den Wahlen hervorgeht.